Wir befinden uns gerade auf der Pulschen Heide, dem Entsorgungszentrum des Kreises Minden-Lübbecke. Und hier wird sich nicht nur um die Entsorgung von Abfall gekümmert, sondern auch um die Algenproduktion. Denn das Sickerwasser der alten Deponie soll gereinigt werden und dazu wurde ein Verfahren entwickelt. Und bevor ich jetzt noch was Falsches erzähle, frage ich mal den Herrn Büscher, wie das genau funktioniert. Sie bereiten hier schon ein bisschen was vor. Vielleicht können Sie uns da vielleicht noch was so erklären, wie das im Einzelnen überhaupt funktioniert. Algen haben die Eigenschaft, dass sie wesentlich mehr Sauerstoff produzieren als zum Beispiel Bäume. Ungefähr ein Faktor 10. Und wir haben die Hoffnung, dass wir als Futtermaterial für die Algen Deponiesickerwasser nehmen könnten. So, dazu haben wir hier verschiedene Versuche geplant und ja, auch setzen sie jetzt zurzeit um. Das, was hier so wunderschön sprudelt, ist zum Beispiel die dazugehörende Einspeisung von Kohlendioxid und so, beziehungsweise CO2. Algen setzen das CO2 um in Biomasse. Und diese lange Rinne, die Sie hier sehen, das ist ein kontinuierlich arbeitender Reaktor, bei dem wir vorne das Deponiesickerwasser einfüllen und die Algen, wenn sie denn hier entsprechend gewachsen sind, anschließend dieses Sickerwasser reinigen können. Und am Ende können wir dann eine Aussage treffen, wie hoch die Reinigungswirkung letzten Endes war. Wir hoffen, dass wir mit der Reinigung das Material so weit aufbereitet bekommen, dass wir das Wasser in eine kommunale Kläranlage geben können. Einspareffekte lägen dann bei bis zu 75%. Die zweite Option für solch eine Anlagentechnik wäre, dass man diese Technik in Ländern einsetzt, in denen keine solche hohe Abfallreinigungsleistung erzielt wird, keine mechanischen Anlagen installiert sind. Da wäre dies sicherlich eine Alternative. Und hier befinden sich jetzt verschiedene Algenarten drin, sehe ich das richtig? Und Sie probieren im Moment aus, welcher am besten gedeiht? Korrekt. Wenn Sie sich das hier so angucken, zum Beispiel dieser Eimer hier, da haben wir hier unten durchaus ein Algenwachstum. Die sind jetzt circa 14 Tage alt. Wenn man sich diesen Eimer anschaut, das ist eine andere Alge, die wir hier aus dem Bereich der Umgebung gefunden haben. Da ist nichts drin. Das hat also definitiv nicht funktioniert. Wir haben also zum Beispiel auch hier an dieser Anlage die Möglichkeit, wir messen also die Lichtintensität. Wir haben hier auch eine Wetterstation. Wir können also die gesamten physikalischen Umgebungsparameter aufnehmen. Es ist auch beheizt für die Wintermonate. Wir haben also die Möglichkeit, das ganze Jahr über einmal solch einen Zyklus hier durchzufahren, um festzustellen, ob eine Reinigung möglich ist und in welchem Maße. Wann haben Sie denn geplant, aus der Testphase raus zu sein? Wie ist Ihr Zeitraum, wie ist Ihr Zeitfenster? Also diese Anlage muss in jedem Fall ein Jahr, besser noch 2 Jahre betrieben werden, weil wir einen kompletten Jahreszyklus durchfahren wollen und möchten, denn da die Konzentration der Schadstoffe im Sickerwasser ändert sich über das Jahr hinweg. Auch die Menge ändert sich, man hat also Verdünnungseffekte und die wollen wir natürlich gerne auch austesten. Ich kümmere mich um diese Umweltfaktoren wie Temperatur, wie CO2, pH, Azidität vom Sickerwasser. Das sind die Umweltfaktoren, die die Algen brauchen, um zu wachsen. Und wissenschaftlich und biologisch gesehen, die müssen doch im bestimmten Optimum sein. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Versuch, denn in einer kurzen Zeit habe ich mal gemerkt, dass die Algen können sehr gut dieses Sickerwasser vertragen. Das heißt, nicht mit dem konzentrierten Sickerwasser, aber zuerst, wir haben das in einigen Versuchen mit diesen verschiedenen Konzentrationen vom Wasser, Teichwasser oder normales Wasser mit Sickerwasser gemacht, als Vorversuch und so. Und da haben wir gesehen, dass die gut wachsen in diesem verdünnten Sickerwasser.